Wir sind jetzt in Oberhausen sind wir jetzt, meine Freunde. Heute Videodreh. Ihr seht, ich habe abgefuckte Laune, aber das ist jedes Mal so, wenn es zu früh ist, meines Erachtens. Manche Leute auf Happy Life machen. Ich hasse das wie die Pest, ja. Wenn Leute auf Happy Life machen, obwohl es zu früh ist. Guten Morgen. Immer noch. Hast du sowas, Alter? Auf jeden Fall sind wir in Oberhausen. Wird definitiv noch gleich gegessen, danach zum Fitness. Keine Ausreden, wisst ihr auch Bescheid. Ich kann nicht, ich bin in einer anderen Stadt, ich kann nicht trainieren. Alles Ausreden, alles Blender. Was machen wir jetzt? Wir gucken ein bisschen die Gegend ab. Location. Danach treffen wir Manuel Zin. Das Videodreh. Wisst ihr Bescheid. Guckt euch mal bitte an, wie wir alle aussehen und dann Drumkit. Um 9 Uhr morgens gehst du in den Club oder was? Digga, quatsch mal nicht so eine Scheiße, quatsch mal wieder. Digga, Mann, was soll denn das? Der ist behindert, wirklich. Macht es ruhig rein, der Junge ist kaputt, der macht mich verrückt. Ich schwöre, ihr wollt ihn nicht als Freund haben, weil entweder er fickt euch oder er fickt euch. Was dazwischen gibt's nicht. Alle in Jogginghose, passt alle. Aber sein Dress ist der krasseste Dress, Alter. Digga, die Hose ist einfach blau. Der ist zu, merkt man ja. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Ja, wir gehen frühstücken, dann bequatschen wir ein bisschen das Video. Ich sag euch, ich weiß nicht ganz genau, ob nach diesem Blog. Warte, ich muss kurz ran. Umut, guck mal, komm mal kurz. Videoblog kommt vor oder nach dem Video? Würdest du jetzt spontan so... Das Video jetzt. Weil ich rede ja die ganze Zeit vom Video und die Leute sehen ja auch, dass wir zu Manu gehen. Also, wenn das hier draußen ist, ist das Video noch nicht draußen, aber ich kann euch sagen, dass es krass wird. Natürlich hinter der Kamera. Umut. Okay, wisst ihr Bescheid. Okay. Das ist, glaube ich, schon der 5. Versuch oder so. Immer kam was dazwischen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, schon... Ist alles okay, Umut? Ist alles okay? Okay, Audio-Ingenieur. Okay. Ja. D-R-U-M-K-I-D. Du musst kämpfen für deinen Traum, denn der Hustle in meinem Block ist real. Bin allein auf mich gestellt, denn der Hustle in meinem Block ist real. Keine Zeit für Schwäche, denn der Hustle in meinem Block ist real. Okay. Ja. Halt deine Fresse, kleiner Pisser, machst doch rich, weil du auf Papis volle Tasche hängst. Komm und leb mein Leben, lern die Dunkelheit persönlich kennen. Jeden Tag an 18 bin am Struggeln wegen Geldmangel. Doch das verstehen nur die, die auch kein Geld haben. Seit ich denken kann, besitze ich nicht viel. Und genau aus diesem Punkt bringe ich die Straße auf Papier. Bist du mit wenig groß geworden, kommst du klar, wenn du mal nichts hast. Bedeutet, ein Beutelreis reicht mir zum Mittag. Doch ich schwöre dir bei Gott, ich sterb als reicher Mann. Verlasse diese Welt, erst wenn ich Mama alles kaufen kann. Ich bin besessen von Gedanken, was zu reißen. Und lasse mich nicht stoppen von den Fotzen, die mich schneiden. Alle nacheinander, ihr kriegt Schwanz, wenn ihr nicht könnt. Ich ramm mein Pechschotten, sepp in eure Kehle, wenn ihr bleibt. Denn dieser Negro meint es ernst. Aggressive Mimik, oder siehst du mich hier lachen? Ich stopp nicht, also verzieh dich. Emotionen auf dem Beat, wenn ich euch abschlachte. Und meine negative Stimme, die das Tatwaffe. Denn nur der allmächtige Schöpfer kann mich aufhalten. Willenskraft für 100 Mann, sonst kann mich niemand ausschalten. Was für Glück, verdammt, ich warte nicht auf Wunder. Blute, bis ich Batzen in der Seitentasche bunker. Blute, bis ich alles erreiche, was ich mir vornehme. Und dicke Binde meiner Family nach Haus bringe. Alle, die grad zuschauen, alle, die grad zuhören. Alle, sogar die, die mich hassen, sollen den Krein fühlen. Ich stopp die unzensierte Wahrheit in die Lücken. Reichtum ist hier selten wie ein Leben ohne Sünden. Versteht ihr? Immer aus dem Herzen. Shadow, D-R-U-M-K-I-D. Immer die Hook für euch. Du musst kämpfen für deinen Traum. Ja. Ja, yeah. Du musst kämpfen für deinen Traum, denn der Hustle in meinem Block ist real. Bin allein auf mich gestellt, denn der Hustle in meinem Block ist real. Keine Zeit für Schwäche, denn der Hustle in meinem Block ist real. Hier unten will dich jeder testen, denn der Hustle in meinem Block ist real. Ja. Also, jetzt geht's ab zu Manuelsen. Frühstücken, wir sind am Machen. D-R-U-M-K-I-D, Umut ist am Start. Steffen ist eher am Start. Gerade kommt auch noch Team Shadows am Machen, der Rest kann sich ficken. Puh. Boom.
Also ich glaube vor 40 Minuten meinte Manuel, in 15 Minuten ist er da. Vor 45 Minuten. Vor 45 Minuten. Ja Bruder, afrikanische Zeiten, was soll ich sagen, ich bin nicht besser. Wasser Kasek und so war da immer. Einmal habe ich gesagt, ich komme, damit ich erst nächsten Tag komme, Digga. Das ist Endstufe, Digga, ja. Heute noch gar nicht ging ich ihn so auf den Sack, ist mir aufgefallen. Du hast aber die ganze Zeit gepennt. Ja, ansonsten, seit ich filme, bin ich gar nicht so oft auf dich gegangen. Was ich natürlich, ich weiß, dass ich das auch ein bisschen nervt, dass ich dir nicht auf den Sack gehe. Aber das ändert sich jetzt. Hey, jetzt mal ehrlich, Community. Steffen, nicht auf den Sack gehen, wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin, Steffen? Der so. Schöne Lederjacke ist noch hier, ja. Schöne, dicke, fette Lederjacke, ja? Schöne, dicke, fette Lederjacke. Guck mal, der ist schon sogar aus Berlin geschafft, Mann. Was geht ab? Was geht denn, Alter? Wie war die Fahrt? Richtig anstrengend, war, Digga? Ja. Ja, stellt euch mal hin, richtig. Ich bin ja Geld heute. Ey, heute bist du ja mal ein Zeit im Boden Geld, Alter. Wo kommt der Kanner-Switch her? Digga, geht das so? Ja, weißt du Bescheid? Hühner auf 36 fand ich auch geil. Ja, okay, ist krass. Ja, nice. Schmeckt's? Der scheiß Kamera. Super, super. Bruder, was machst du jetzt? So eine Location. Also ein Spot. Hey, was ist noch da? Okay. Du bist lauter. Ich suche jetzt eine Location, mein Freund. Die Idee ist schon mal ganz gut aus eigentlich, wa? Die können ich später machen, ne? Wenn der Laden zu ist und dunkel draußen ist. Ja? Also wenn ich drauf meine Zimmer, wenn ich drauf ist. Bist du motiviert, mein Dickerchen? Immer doch, Digga. Was sollen wir machen? Wir hassen. Video drehen, Manuelsen. Was machen? Promophase? Promophase zu Album, aber Name kann ich noch nicht sagen. Aber die erste Single kommt, Digga, die erste Single kommt, BAM! Jawohl. Alle. Ich kann aber da auch krass. Mit so. Umut ist hinter der Kamera. Gebrecht hab, Freunde zu beenden, bin ich jahrelang auf TikTok. Nimm mal Kasek und Nimm mal von hier Kasek. Digga, film die mal von uns hier. Warte, ich will die Box, Digga. Kasek, alles gut. Ich höre, ob man nicht gerade Pfeife rauchen, ey. Wer ist die Digga? Manuel, wollte mir nur Zäune. Doch das ist der Preis, den ich zahle für die Träume. Lass dich jetzt nicht verbittert anhören oder so, ne? Aber ich meine das nur gut, ja. Ne? Ich meine das nur gut, kann auch sein, dass es Schwachsinn ist, was ich laber. Aber ich glaube, gib nicht so viel, mach einfach eine Musik, die sich gut anfühlt, gib Gas. Und dann sind die Leute auch zufrieden. Yo, was geht ab? Juli am Start. Heute fertig, hm? Wir sind fertig mit Videodreh, jetzt geht's ab, zurück nach Berlin. Als allererstes möchte ich mich bedanken bei Manu und seinen Jungs. Gastfreundlichkeit hoch 10. Überkrass, wirklich. Uns hat es an nichts gefehlt. Super Tag, super Dreh, alle entspannt, alle lässig. Der Song ist ein Knaller. Also wenn dieser Videoblog rauskommt, dann wird es bestimmt noch eine Woche oder zwei Wochen dauern, dann kommt das Video raus. Auf jeden Fall richtig geil. Ihr seht, was passiert. Wie wir am Machen sind. Was soll ich dazu noch sagen? Ich sag euch so, das ist aus den eigenen Eiern. So, jeder, der denkt, es kommt, passiert einfach so, ist nicht. So, uns passieren so viele negative Dinge und trotzdem rappeln wir uns auf. Und dann kommt sowas zustande, ein Song mit Manuelsen. So, und das ist noch nicht alles, versteht ihr, was ich meine? So, jetzt sind wir auf dem Weg zurück nach Berlin und drehen dann den letzten Spot. Deswegen, wenn du, das ist das, was ich auch immer sage.
einfach reinkommen oder irgendwie Dings ist nicht, Alter. Weil wir, die Jungs, mit denen ich bin, die gehen einen Weg so. Nur ein Teil davon kannst du werden, wenn du genauso viel leistest und blutest. Weil so, es ist nicht alles immer rosig, wir streiten uns untereinander auch, aber so, trotzdem, die Gang ist am Start. Ansonsten zum Dreh heute, entspannt, Umut, was sagst du zum Dreh heute? Super, Dicker. Ja, Mann, wirklich. Echt, echt entspannter Dreh, ja. Über Aufnahmen. Kann nicht meckern. Richtig. Richtig, richtig. Also ich freue mich schon auf die Dings. Ich kann das Licht nicht so oft anmachen, weil Steffen sonst geblendet wird. Wir wollen ja nicht, dass er gegen eine Planke oder irgendwo gegenfährt. Oder? Richtig. Richtig, richtig? Weil ich sehe auch zum Beispiel die Spiegel nicht. Okay. Also wisst ihr Bescheid. Ab und zu, vielleicht komme ich nochmal online, aber jetzt mache ich erstmal das Licht aus. Nehme ich dann die... Hier ist das Licht aus? Hier. Weil sonst sieht das so aus, meine Freunde. Dann bin ich zu dunkel, ja? Aber ihr hört meine Stimme. Aber dafür sehe ich was. Aber dafür sieht er besser und wir bleiben am Leben. Also, bis zum Schluss.